Wie werden Äpfel geerntet? Tafeläpfel werden von Hand geerntet, weil ein Apfel muss behandelt werden wie ein rohes Ei. Ja, wenn man ihn wirft oder irgendwo gegenhaut, dann bekommt er Druckstellen. Und das wollen wir vermeiden, indem wir da vorsichtig mit umgehen. Das heißt, erstmal muss man kurze Fingernägel haben, weil man sonst damit die Schale beschädigt. Ein Apfel an sich, der wird vom Baum angefasst und wird dann mit Finger von dem Fruchtkuchen abgebrochen. Und der Stiel muss heile bleiben, weil sonst die Frucht beschädigt wird und er dann anfangen würde zu faulen. Ja. Und wichtig dabei ist, dass man den Apfel dann vorsichtig in die Pflückkiste legt, sodass er dann keine Druckstellen bekommt oder nicht beschädigt wird. Und wie lange dauert die Ernte? Eine Person schafft pro Stunde so um die 150 Kilo Äpfel. Dann ist das schon ganz gut. Also das ist je nach Sorte und Alter der Bäume ist das unterschiedlich, wie alt die Bäume jetzt sind. Bei diesen Bäumen geht das relativ gut, weil man die Äpfel schön sieht. Bei anderen Bäumen oder älteren Bäumen, anderen Sorten, da ist es etwas aufwendiger. Wir pflücken den Apfel nicht genussreif, weil ein Apfel ist eine lebende Frucht, der veratmet Sauerstoff und scheidet CO2 aus. Und wenn wir den einlagern wollen, können wir die Reife, die können wir nicht anhalten, weil sonst würden wir Alkohol produzieren. Wir können sie nur drastisch reduzieren. Also wir können sie ganz langsam einstellen, indem wir den im Lager den Sauerstoffgehalt reduzieren. Von 21 in der Außenluft reduzieren wir den Sauerstoffgehalt auf 1,5%, um dadurch die Fruchtatmung sehr stark zu reduzieren. Wie sieht ein Hagelschaden aus? Hier kann man das sehen. Diese Beschädigung ist schon ziemlich heftig. Das ist ein Durchschlag. Da an der Stelle ist das Hagelkorn durch die Schale durchgeschlagen. Und der Apfel ist für den Tafelbereich nicht mehr geeignet. Der wird dann aussortiert und kommt dann auch in die Industrieware. Hier sehen wir eine Einschlagstelle. Da ist die Schale nur eingedrückt. Aber so einer eignet sich auch fast gar nicht mehr für den Tafelbereich, für den Hofladen. Die werden dann aussortiert und werden dann auch in Industrieobst verarbeitet. Wie bewässern Sie die Apfelbäume? Dort vorne aus der Düse tritt Wasser aus, wenn wir sie einschalten. Und dadurch wird der Hebel zur Seite geschlagen. Und an dem Hebel ist eine Feder, die den dann wieder zurückschlägt. Und dadurch wird der Regner, dreht er sich dann. Also wir brauchen das Wasser zum einen, erstmal, damit die Bäume nicht vertrocknen. Dann können wir im Sommer bei hohen Temperaturen, die über 30 Grad sind, da können wir die Bäume bzw. die Früchte kühlen, damit sie keinen Sonnenbrand bekommen. Weil im Apfel herrschen bei 30 Grad Außentemperaturen fast 50 Grad unter der Schale und das wollen wir vermeiden. Dadurch müssen wir nur eine Stunde, zwei Stunden Wasser drauf geben, um diese Temperatur zu reduzieren. Und was passiert nach der Ernte? Nach der Ernte werden die Äpfel entweder verkauft oder dann, wenn sie nicht verkauft werden, werden sie hier eingelagert. Wir befinden uns hier in einem Lagerraum, der fasst ungefähr 100 Tonnen Äpfel. Die Äpfel werden erstmal gekühlt, runtergekühlt bis auf ca. 2 Grad. Und dann wird der Luft der Sauerstoff entzogen, weil wir wollen die Fruchtatmung reduzieren bis auf ein ganz geringes Maß, um das ganze Jahr frische Äpfel anbieten zu können. Es wird kein Apfel nach der Ernte noch irgendwie nachgeputzt oder gewachst oder irgendwas. Es ist in Deutschland nicht erlaubt, die Äpfel zu wachsen.